Was ist alles in Anaheim geplant? Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem Laber-Video, würde ich jetzt mal sagen, weil ich laber euch jetzt einfach zu, was in den nächsten Tagen in Anaheim geplant ist. Heute ist Sonntag und ich plane das Video hochzuladen, wenn ich im Flieger sitze, was Mittwoch sein wird. Ich schaue mal, genau, am 7. August plane ich dieses Video hochzuladen. Da werde ich dann schon im Flieger nach Anaheim sitzen. Genau, also am 7. August geht es für mich von Zürich nach Los Angeles. Um 13.15 Uhr geht, glaube ich, mein Flieger von Zürich. Ich fliege mit der Swiss 12 Stunden circa nach Los Angeles. Das erste Mal für mich. Und hier schon mal vorab, wenn ihr die Videos nicht verpassen wollt, dann denkt dran, noch meinen Kanal zu abonnieren und unten auf die Glocke zu drücken. Dann verpasst ihr auch keins der vielen Videos, die ich euch mitbringen werde. Ja, also wie gesagt, nach Los Angeles geht es dann mit dem Flieger. Und dann bin ich um 16.15 Uhr circa Ortszeit dann vor Ort. 9 Stunden Zeitunterschied zurück. Das heißt, wenn ich um 16.15 Uhr lande, ist dann hier, oh Gott, jetzt muss ich rechnen, circa, ja, ist es dann 1 Uhr morgens? Oh Gott, ja, roundabout. Also ich starte ja um 13.15 Uhr und fliege 12 Stunden, also ungefähr so 1 Uhr bis 2 Uhr nachts. Genau, da lande ich dann, wird natürlich super anstrengend für mich sein, weil ich versuche dann auch wach zu bleiben. Und an dem Tag, ja, muss ich erstmal dann nach Anaheim kommen, was circa 40 bis 45 Minuten entfernt ist vom Flughafen, soweit ich gesehen habe. Sam, mit der ich ja den Trip mache, ist tatsächlich schon da. Die ist gestern geflogen und ja, kann heute noch den letzten Tag der Pixar-Season miterleben, wo ich sehr, sehr neidisch drüber bin. Viele fragen mich auch, warum nur eine Woche? Ja, wie ihr wisst, war ich ja Anfang des Jahres schon 2,5 Wochen im Urlaub. Und in der Schweiz habe ich halt nur 25 Urlaubstage, was schon ein bisschen tricky ist und so weiter. Klar, man kann Überstunden und so auch nochmal nehmen, aber es ist hart für mich, mit diesen 25 Tagen klarzukommen. Deswegen ist es leider für mich nur eine Woche. Wie gesagt, Sam ist jetzt schon da, verbringt jetzt ein paar Tage ohne mich und dann ab Mittwoch verbringen wir die Zeit zusammen. Wir übernachten, ich glaube im Marriott, aber das schaue ich gleich nochmal nach für euch. Wie gesagt, ich fahre dann wahrscheinlich mit dem Uber dorthin. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, nach Anaheim zu kommen. Und wie gesagt, der Weg ist relativ lang. Sam hat jetzt sowas, irgendwas mit Diamond Shuttles gebucht. Kostet aber doppelt so viel. Ist aber ein bisschen einfacher. Ich erkläre euch das ein bisschen, wenn ich dorthin fliege. Es wird auf jeden Fall ein Anreisevideo geben. Da erkläre ich euch die Möglichkeiten, auch wie man einen Uber findet und so weiter. Und Uber kostet, glaube ich, so um die 70 bis 80 Dollar nach Anaheim. One way. Und dieses Diamond Service Ding, was Sam jetzt gemacht hat, war 125. Aber mit Tipp hat sie 135 Dollar bezahlt. Das Gute ist bei dem Diamond Service Fahrer, dass er noch für eine halbe Stunde bei Walmart oder Target für euch hält und ihr dann noch theoretisch was einkaufen könnt. Genau. Aber dazu dann mehr im Anreisevideo. Wie gesagt, ich bin dann wahrscheinlich so zwischen 17 und 18 Uhr irgendwann mal, also ich lande am 16.15 Uhr mit Einreise in Amerika. Ich weiß nicht, wie schnell es geht dort. Das dauert ja auch ein bisschen, ja, bis ich meinen Koffer habe und den Uber gefunden habe. Ich denke mal so, gegen 18 Uhr bin ich dann vielleicht im Hotel. Genau, ich schaue jetzt erstmal, wo wir überhaupt übernachten. Eine Sekunde. So, hab's gefunden nach langem Suchen in unserem Chat. Also, wir übernachten im Anaheim Marriott von Mittwoch bis Dienstag. Mal kurz überlegen, genau. Von Mittwoch bis Dienstag, weil das direkt neben dem Convention Center ist, wo auch die D23 stattfindet. Das ist nämlich super praktisch, weil da können wir dann direkt hinlaufen, müssen wir morgens auch keinen Uber nehmen. Zum Park müssen wir wahrscheinlich dann schon einen Uber nehmen, aber genau, da übernachten wir die ersten Nächte und die letzte Nacht, bevor wir zurückfliegen müssen, übernachten wir im neuen renovierten Pixar Hotel. Genau, da haben wir uns eine Nacht reingebucht. Zu Kosten etc. werde ich wahrscheinlich nach der Reise ein Video machen, was ich so bezahlt habe. Dort wird es auch ein Q&A geben und so weiter. Da werde ich auch über die Planung nochmal sprechen.
vielleicht auch, wo wir was gebucht haben. Ja, genau. Und ob ich das Hotel vielleicht auch empfehlen würde. Ja. Genau, also, genau. Hotel habe ich habe ich euch erzählt, wo wir übernachten werden. Anaheim Marriott und dann eine Nacht im Pixar Hotel. Und dann am Mittwoch geht es dann für uns beide zusammen zurück. Sie fliegt natürlich wieder nach London und ich fliege wieder zurück nach Zürich. Aber unsere Zeiten sind fast identisch für den Rückflug. Deswegen können wir zusammen zum Flughafen fahren und uns dann ein Uber teilen. Ja, soviel zur An- und Abreise und zur Übernachtung. Und ja, was ist so geplant? Also wie gesagt, ich komme ja am Mittwoch an und da hatte ich jetzt geplant, ins Downtown Disney zu gehen. Im Prinzip ist es das Disney Village in Disneyland Anaheim. Da gibt es verschiedene Shops und Restaurants und ich möchte unbedingt ins World of Disney mir das neue Halloween-Merch schon mal anschauen. Vielleicht das eine oder andere schon shoppen. Mal schauen. Da gibt es auch ein paar D23-Specials. Wir werden auf jeden Fall was essen und dann versuche ich wirklich früh ins Bett zu gehen, weil... nee, ist noch nicht der erste Tag tatsächlich. Also nicht der erste Tag der D23, sondern der nächste. Aber trotzdem möchten wir morgens früher aufstehen, weil am 8. August ist der erste Parktag für mich, der erste Besuch im Disneyland Anaheim. Und ich freue mich riesig. Und an dem Tag ist der D23 Day. Das bedeutet, nur den D23-Mitglieder dürfen an diesem Tag in den Park. Und es gibt ein spezielles Rahmenprogramm. Es gibt zum Beispiel auch einen gratis Hut, den wir bekommen. Und natürlich war das Ticket, mussten wir natürlich bezahlen. Man kann zum Beispiel Lotso treffen, was ich unbedingt machen möchte. Deswegen habe ich hatte sowieso ein Lotso-Outfit geplant mitzunehmen. Aber jetzt weiß ich schon, dass ich es auf jeden Fall an dem Tag anziehen werde. Man kann Max und Goofy treffen, wo wir jetzt nicht so geil drauf sind, weil Max und Goofy kann man bei uns im Disneyland Paris ja auch sehr oft antreffen. Aber ja, es wird, glaube ich, auch eine spezielle Parade geben. Und so weiter. Und an dem Tag werden wir auch, glaube ich, schon Fantasmic gucken mit reservierten Plätzen und so weiter. Also ihr müsst unbedingt in die Vlogs reinschauen. Das wird einfach so viel Programm geben. Und ja, das ist dann am Donnerstag geplant. Genau, also die D23-Tag und die Parks haben wirklich geöffnet von 8 Uhr morgens bis Mitternacht. Mit Jetlag und so wird das saumäßig anstrengend. Also, aber wir wollen dann, ich habe ja nur 3 Parktage insgesamt und ich möchte wirklich die komplette Zeit voll ausnutzen. Ich werde oder wir werden so wenig Schlaf bekommen, das ist mir aber völlig egal, weil ich einfach diese 3 Tage von vorne bis hinten komplett ausnutzen möchte. Und ja, der Trip war für die Länge des Trips echt einer meiner teuersten Urlaube bisher. Wenn man die ganzen Kosten von Flug, von D23-Tickets, Eintrittskarten, Hotel, dann kommt das Essen noch dazu vor Ort, das Merch. Also gut, das Merch rechnen wir jetzt nicht, aber weil das ist ja kein Muss, aber essen müssen wir trotzdem was. Also das ist für mich wirklich der teuerste Urlaub bisher von der Zeitspanne. Also für eine Woche und einen Tag im Prinzip. Ich lande ja am Donnerstag dann wieder. Aber eine Woche reiner Aufenthalt ist für mich bisher wirklich der teuerste Urlaub. Egal. Genau, also am Donnerstag, erster Parktag und am Freitag geht ja die D23 los. Und ich habe auch so viele Fragen bekommen, was ist die D23, was kann man sich darunter vorstellen? Also die D23 erstmal, ich habe mal so ein Video schon mal gemacht, was man, ja, wie man die D23-Member wird, was es da für Goodies gibt, was es kostet, etc. Schaut da gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei, ich kann es auch verlinken, wenn ich dran denke. Und jedes zweite Jahr, also alle 2 Jahre, findet dieses D23-Event in Anaheim statt. Und ich habe mir gesagt, irgendwann einmal möchtest du das auch von deiner Bucketlist streichen, einmal auf diesem Event zu sein. Und man muss kein D23-Gold-Member sein, um zu dem Event zu können, aber man hat halt als D23-Gold-Member die Möglichkeit, vorher die Tickets zu buchen. Und ich sag euch, die Tickets sind so begehrt, dass da, wo die Tickets dann für alle zugänglich waren, es keine Wochenendtickets mehr gab mit dem Honda Center. Wo, da komme ich gleich zu. Und deswegen musste ich die D23-Mitgliedschaft dann dieses Jahr auch beibehalten, obwohl ich dieses Goodie, was es dieses Jahr gibt, nicht so geil finde. Aber das seht ihr entweder in meinem Reel auf Instagram oder in meinem Haul. Da gehe ich da näher drauf ein. Genau,
Also am Freitag bis Sonntag, die D23 geht 3 Tage und kann man so beschreiben wie eine Art Messe. Eine Riesenmesse für die aller Hardcore-Disney-Fans. Also da treffen wirklich die Hardcore-Disney-Fans aufeinander. Es gibt auch so viele Cosplayer und dort gibt es halt verschiedene Panels, so heißen die. Also ich weiß nicht, ich kann es mir halt noch nicht so vorstellen, wie es da aussieht. Ich würde jetzt sagen, so eine Art Messestand. Aber wie gesagt, das sehen wir dann alles vor Ort. Ist mein erstes Mal, auch für Sam ist es das erste Mal. Wir werden beide zum ersten Mal auf der D23 sein. Sam war ja schon mal vorher in Anaheim, was auch ganz gut ist. Dann kennen sie sich auch schon mal ein bisschen aus. Und für D23 ist für uns beide komplett Neuland. Und in der Nacht vor D23, vor dem Freitag, muss ich mir tatsächlich einen Wecker für 4 Uhr morgens stellen, weil, also das ist total geregelt dort. Amerika kennt man, also für Merchandise zum Beispiel, deswegen muss ich mir den Wecker für 4 Uhr morgens stellen, muss man sich in eine Virtual Line anstellen. Ihr kennt das ja auch schon aus den Parks, wenn man irgendwie eine neue Attraktion eröffnet oder so, dass man sich virtuell anstellen muss. Und der erste Slot öffnet um 4 Uhr morgens und der zweite um 1 Uhr mittags. Also 13 Uhr und um 4 Uhr morgens machen die Slots auf für das Merchandise, um sich anzustellen, um in den Shop reingehen zu dürfen. Und da ich die bessere Aufsteherin bin, muss ich sagen, also ich werde dann natürlich danach weiter schlafen, aber ich habe das damals schon in Walt Disney World gemacht für Brina und Sinan, dass ich uns in die Lightning Lanes und so weiter reingebucht habe um 7 Uhr morgens. Es war zwar um 7 Uhr morgens, aber ich stelle mir dann kurz einen Wecker für 4 Uhr morgens, mache so im halben Auge, dann reserviere uns irgendwie die Boarding, also hier die Virtual Anstehzeit und schlafe dann weiter. Aber das wird meine Aufgabe sein für die Tage. Und ich hoffe, dass wir direkt am Freitag einen Slot bekommen fürs Merchandise, weil das Merchandise dort ist exklusiv. Es wird auch einiges im Disney Store geben, aber nicht alles. Und das ist wirklich krass, was ich bisher gesehen habe. Also einiges muss auf jeden Fall mitkommen und deswegen in den großen Shops kommt man halt nur mit dieser Virtual Line. Ja, was ansonsten bisher geplant ist, kann ich euch gar nicht so viel sagen, weil wir noch nicht unseren Plan haben, was wir an welchem Tag wann machen. Da müsst ihr euch halt auf die Vlogs gedulden. Ich hatte heute gehofft, dass ich bis heute noch ein bisschen mehr Infos bekomme. Das ist leider nicht der Fall. Und zwar ist es so, ich weiß mich zu erinnern, dass es in den letzten Jahren immer anders war. Es ist dieses Jahr neu. Erstmal gibt es das Honda Center. Das Honda Center, da finden abends Veranstaltungen statt. An allen 3 Abenden ist so eine Art Stadion halt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob da Eishockey oder so gespielt wird, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es riesig mit 11.000 Plätzen, glaube ich, für die D23. Und da kommt man halt nur rein, wenn man auch dieses extra Ticket für das Honda Center auch gebucht hat. Und da musste man sich direkt, als wir die Tickets reserviert haben für D23, was auch noch ein anderes Thema ist, mussten wir direkt uns auch die Sitzplätze buchen im Honda Center. Und ich kann euch schon mal sagen, wir sitzen nicht zusammen, weil wir haben separat gebucht. Und wir haben, ich weiß nicht, wie lange wir telefoniert haben an dem Abend. Wir dachten, okay, wir rufen einander an, Sam und ich. Und es war vor ein paar Monaten, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Und erstmal ging die Seite nicht, wie wir es kennen so bei Disney. Und dann kam dieser Mann, dieses Männchen, was immer gelaufen ist. Es war so ein Ladebalken. Und da war so ein grünes Männchen und das ist immer ein bisschen weitergelaufen. Aber am Anfang hat es sich gefühlt gar nicht bewegt. Und wir haben da telefoniert und dachten, okay, das wird nichts. Wir kriegen keine Tickets. Es dauert, es hat wirklich, ich weiß nicht wie lange, 2 Stunden gedauert, bis wir dann endlich mal dran waren. Sam war vor mir dran. Also die hatte vor mir schon die Tickets gehabt. Und die Tickets haben, glaube ich, angefangen ab 259 Euro für das komplette Wochenende, je nachdem halt, wo man in dem Honda Center den Platz ausgesucht hat. Je weiter hinten, desto günstiger waren sie. Aber als ich dann, also als Sam schon dran war, gab es diese 259 Dollar Tickets gar nicht mehr, sondern nur noch ab 500 Dollar. Tja, und dann mussten wir halt 500 Dollar Tickets kaufen, also ich sag's euch, das ist kein günstiger Spaß. Auf jeden Fall, in diesem Honda Center abends findet am Freitag einmal die Disney Entertainment Showcase statt. Um 19 Uhr
bietet, also ich hab mir das hier übersetzt, dies bietet einen exklusiven Einblick in Disney-Filme, Serien und Bühnenshows einschließlich der kommenden Filme. Genau, also da werden wir wahrscheinlich Trailer gezeigt bekommen und ein paar Snaps vielleicht aus irgendwelchen kommenden Filmen. Genau, das ist am Freitagabend im Honda Center. Am Samstagabend, da wird's spannend, um 19 Uhr ist die Disney Experience Showcase. Und das ist im Prinzip das Panel, die Show, auf die alle Disney-Fans am meisten warten, weil da werden die Neuigkeiten aus den Parks berichtet. Und ich meine mich zu erinnern, dass es auch einen Livestream geben wird, aber wegen der Zeitdifferenz, also bei uns 19 Uhr, bei euch dann irgendwann morgens, ja, es wird so 4, 5 Uhr morgens sein, müsst ihr halt früher aufstehen und euch das anschauen, wenn ihr möchtet, aber wahrscheinlich wird es auf YouTube einen Livestream geben. Und dort werden natürlich, Josh D'Amaro wird durch die Show führen mit ganz besonderen Gästen und Neuigkeiten und Updates aus den Projekten der Disney-Parks auf der ganzen Welt und auch Cruise Line. Ja, also das ist der Part, auf den wir uns alle am meisten freuen von Disney. Und dort wird es natürlich auch Neuigkeiten aus dem Disneyland Paris geben. Und es wird ja gemunkelt, dass da auch bekannt gegeben wird, was denn der dritte Bereich jetzt in den Walt Disney Studios sein wird. Der neue Bereich, was ja angedacht war an Star Wars, aber wir können, glaube ich, alle sagen, dass es mittlerweile vom Tisch ist. Und dort wird wahrscheinlich bekannt gegeben, was es sein wird. Plus noch andere Neuigkeiten und ja, ich werde euch natürlich direkt auf dem Laufenden halten. Also denkt dran, dann hier auch bei YouTube einzuschalten am Sonntag, wo ich dann das News-Video dann hier hochlade. Am Sonntag ist dann noch die dritte Showcase im Honda Center um 17 Uhr. Findet eine besondere Zeremonie zur Feier der Disney-Legenden 2024 statt, moderiert von Ryan Seacrest. In diesem Jahr werden die Walt Disney Archives Colin Edward, Angela Bassett, Martha Blanding, bla 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 bla, bla James Cameron, Harrison Ford kenne ich jetzt noch von der Liste, Miley Cyrus wird dabei sein, genau, die werden da geehrt auf der Bühne und dann sehen wir die da auf der Bühne, genau, und das ist dann am Sonntag. Also die drei Sachen stehen auf jeden Fall fest und dann gibt es ja, wie gesagt, diese Panels. Und ich glaube, vor 2 Wochen konnten wir unsere Panels, nicht reservieren, sondern unsere Präferenzen abgeben mit Sam zusammen. Da haben wir auch parallel geschrieben, sie war da gerade in Wien. Und wir konnten zum Glück für jedes Panel 2 Personen immer eingeben. Das heißt, wir haben eigentlich bis auf 2 Panels, dazu komme ich gleich, immer dasselbe abgegeben. Dieselbe Präferenz, weil du konntest 1, 2, 3, 4, glaube ich, abgeben. Und dann immer die Personenzahl, und das haben wir immer gemacht. Und dann für alle 3 Tage und dann haben wir es abgeschickt. Bisher haben wir nur eine Rückmeldung bekommen für ein Panel, wo jeweils sie was anderes wollte und ich. Also es gab 2 Panels, wo wir gesagt haben, okay, da habe ich kein Interesse und da hat sie kein Interesse dran. Und die haben wir schon die Rückantwort bekommen, dass wir die schon mal bekommen haben. Und das war das am Samstag. Sie geht, glaube ich, auf dieses Big, wie heißt denn das, Tomorrow, diese Attraktion aus Walt Disney World. A Big dun, 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 Tomorrow, die Attraktion da, die sich so im Kreis dreht. Ich habe gerade den Namen vergessen. Ihr wisst, was ich meine, diese alte, wo dann immer durch die Zeitgeschichte fährt und dann immer dieses Lied. Ihr wisst, was ich meine. Genau, da geht sie hin, weil da habe ich gedacht, okay, und weil ich wollte zu Grey's Anatomy. Und da hat sie gesagt, oh ne, Grey's Anatomy ist nicht so ihr Ding. Das heißt, da werden wir getrennte Wege gehen. Sie wird zu diesem A Big Things Beautiful Tomorrow und ich gehe zu Grey's Anatomy und das ist gut, weil die fast zeitgleich sind. Und alle anderen Panels, die wir angegeben haben, haben wir noch keine Rückmeldung bekommen. Das heißt, wir haben noch gar keinen Plan, was wir wann machen, wann wir was machen können, etc. pp. Aber um euch ein paar Panels zu sagen, was es so gab. Es gibt den Imagineering Panels, also es gibt die großen Panels, die auch irgendwie mehrmals an den Tagen sind. Genau, also ich lese euch mal jetzt ein paar große vor. Imagineering, Behind the Dreams, ein einzigartiger Pavillon, der Fans beispiellosen Zugang zum Team hinter Walt Disney Imagineering bietet. Sie können sich Designmodelle, interaktive Demos, Live-Prototypen und exklusive Präsentationen ansehen. Dann gibt's Bringing the World of Disney Animation to Life.
Disney Parks Teammitglieder von Walt Disney Imagineering und Walt Disney Animation Studios werden darüber sprechen, neue Welten in Disney Parks auf der ganzen Welt zu bringen. Darunter Projekte wie World of Frozen in Hongkong, Zootopia in Shanghai, Fantasy Springs in Tokio und Tiana's Bayou Adventure in Magic Kingdom und Disneyland. Ja, dann gibt es noch ein paar andere, wie 60 Years of Disney Ambassadors. Dann kann man die ganzen Ambassadors dann treffen. Hab schon mit Jose gesprochen, dass ich ihn da vielleicht sehen werde. Der war ja beim Dreh für Kabel 1 auch dabei. Dann gibt es Disneyland Foods, gestern, heute und morgen. Disney Epic, Mickey, Rebrushed, das ist ja dieses Game. World of Disney gibt es dann mit Shopping und Erlebniszielen. Und Other Panels zum Beispiel, also die Liste ist lang, ne? Also das ist die ganze Liste hier. Die Liste ist lang, 30 Years of Toy Story, Marvel Animation Sneak Peek, also Marvel Comics, Disney Princess The Concert, was uns leider nicht anschauen können, also wir haben uns da gar nicht für beworben, weil dieses Disney Princess in Concert findet, glaube ich, um 18 oder sogar um 19 Uhr statt. Und da haben wir halt dieses Honda Center Präsentation. Das ist halt für die, die nicht zum Honda Center gehen können. D23 Mouskarade, Behind the Summer, oh Gott, das kann ich gar nicht aussprechen, mit Phineas and Ferb, Making a Goofy Movie, Percy Jackson and the Olympians, Stay Tuned, You are Watching Disney Channel, Grey's Anatomy, Donald Duck's 90th Quacktacular, Once Upon a Costume, Bringing the World of Disney Mail, das habe ich ja schon gesagt. Was haben wir noch? Disney Legends in Conversation, The Muppets, National Geographic, dann natürlich auch Star Wars, Lucasfilm, Disney Plus, The Hula Experience, was auch immer, Descendants und dann gibt es halt noch auch noch so Meet and Greets, also auch so noch so ein Panel, wo man so Leute treffen kann. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie, also so Imagineers und solche Zeichner und so. Und da mussten wir auch entscheiden, wen wir, also mit Signierstunde gibt es da und so weiter. Da mussten wir auch entscheiden, wen wir wollen. Und das war so lustig. Das darf man gar nicht erzählen hier. Wir haben dann geschrieben mit Sam und gesagt, okay, wen wollen wir denn jetzt von diesen Leuten treffen, wo wir erstmal 80% googeln mussten, wer eigentlich diese Leute sind. Weil die Namen kamen einem halt nicht direkt so, ne, mit Disney assoziiert. Da musste man erstmal googeln, wer das überhaupt ist. Und wir haben so lustig, wir haben so schlapp gelacht. Er hat gesagt, okay, bevor wir da die Leute auch noch treffen, die wir ja jetzt gegoogelt haben, wo ich ja die Namen schon wieder vergessen habe, und was wir auch am Ende bekommen, müssen wir vorher auch nochmal googeln, wer das eigentlich war, wenn wir da jemanden antreffen. Das war so witzig, wir haben uns so schlapp gelacht. Also ja, wir sind auch nicht Alleswisser. Ja, so viel dazu. Aber wie gesagt, mehr wissen wir nicht, außer dass ich zu Grey's Anatomy gehen darf. Ansonsten mal schauen. Ja, das sind die 3 Tage und dann am Montag und am Dienstag geht es nochmal in die Parks und ich meine, Montag haben wir, glaube ich, also entweder Montag oder Dienstag, aber ich glaube Montag haben wir Frühstück bei Goofy's Kitchen gebucht um 7 Uhr morgens. Ich weiß, wir werden wenig schlafen. Und dann geht es den ganzen Tag in den Park. Ja, wir haben einiges geplant. Dann gehen wir auch einmal zu World of Color. Da haben wir die Dessertparty gebucht. Das ist, glaube ich, auch am Dienstag. Am Dienstag gehen wir dann noch mit den Prinzessinnen frühstücken. Dann gibt es eins in dem, ich glaube, das ist das Grand Floridian. Heißt das so, das Hotel? Müsste ich jetzt nachgucken in meinem Plan. Moment, das mache ich mal. Dann kann ich euch auch genauere Details geben. Das Gute ist, es ist ja alles in einer App, ne? Alles zusammengefasst. Also, Montag haben wir tatsächlich das Prinzessinnenfrühstück und zwar im Grand Californian Hotel. Genau so heißt es. Auch schweineteuer, aber dort kann man Prinzessinnen auch treffen wie Raya. Ich glaube, Pocahontas war dabei und so. Also wirklich auch Prinzessinnen, die man sonst so nicht antreffen kann. Das ist dann am Montag und an dem Abend hatten wir eigentlich noch Fantasmic gebucht, aber das haben wir ja schon an dem Donnerstag auch gebucht. Das heißt, eins von beiden werden wir auf jeden Fall stornieren, weil es sind diese reservierten Plätze, aber dazu dann im Video mehr. Und Goofy's Kitchen haben wir am Dienstag gebucht um 7.25 Uhr am letzten Tag. Und dann geht es nochmal abends dann zu World of Color Dessert Party, wo wir dann Desserts essen können und World of Color uns anschauen. Ja, und dann übernachten wir noch im Pixar Hotel von Dienstag auf Mittwoch. Mittwoch
Da wir abends, ich glaube gegen 19 Uhr circa fliegen, werden wir an dem Tag nicht mehr in die Parks gehen. Wir werden das Hotel uns anschauen. Apropos, vielleicht sollte ich noch ein Bikini einpacken. Vielleicht wollen wir ja in den Pool. Habe ich gar nicht auf dem Schirm. Weil Disney und Baden ist bei mir eigentlich nicht so, aber ich packe noch schnell gleich ein Bikini ein. Apropos packen, es wird auch ein Packvideo geben, weil ich rechts gerade bei mir runtergucke und das ganze Chaos sehe. Also es wird auch in den nächsten Tagen ein Packvideo online kommen, was ich so mitgenommen habe und welche Outfits etc. Und ja, dann ist die Woche leider schon vorbei und dann müssen wir zurückfliegen. Also das ist geplant. Jetzt mal so der grobe Ablauf. Wie gesagt, es wird Vlogs geben von jedem Tag. Es wird einzelne Videos geben von den Restaurants, die wir besuchen, vom D23-Event, von den Merchandise und. Also ich bringe euch wirklich super viele Videos mit. Ich versuche die D23-Videos relativ zeitnah hochzuladen, weil es ja aktuelle Videos sind. Und ja, die Vlogs dann wahrscheinlich danach. Mal schauen. Ich habe noch meinen Upload-Plan nicht geplant. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Noch 2 Tage arbeiten und dann geht's für mich los. Wie gesagt, wirklich ein Traum, der für uns beide in Erfüllung geht mit D23. Wir haben gesagt, wenn nicht dieses Jahr, wir wissen nicht, was in 2 Jahren ist, ob es dann noch funktioniert, bei ihr, bei mir. Und ich freue mich auch wirklich, eine Woche mit Sam zu verbringen. Wir verstehen uns wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, das wird ein wirklich witziger Aufenthalt. Unsere Bauchmuskeln werden, glaube ich, vor Lachen wehtun, weil wir uns wirklich sehr, sehr gut verstehen. Klar, haben wir noch keine Woche miteinander verbracht, aber ich glaube, das wird schon. Und ja, vielleicht planen wir ja doch dann direkt in der Woche noch das ein oder andere, was wir vielleicht nächstes Jahr auch zusammen machen. Mal schauen. Dieses Jahr ist das ja bei mir nichts mehr. Ich habe ja nicht mehr so viele Urlaubstage und den Rest brauche ich halt für den Urlaub mit meinem Freund im Dezember. Ja, so viel dazu. Jetzt habt ihr mal einen groben Überblick. Wie gesagt, ich hätte euch gerne noch erzählt, welche Panels wir wann machen. Aber die Info kam von D23 leider noch nicht. Es tut mir leid. Also Grey's Anatomy steht auf jeden Fall auf dem Plan. Mal gucken. Ich bin ja Grey's Anatomy-Gucker von der ersten Stunde. Und ja, das schaue ich mir auf jeden Fall an. Ansonsten war es das von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn ich einfach nur gelabert habe. Könnte man auch als Podcast machen. ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.